Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Damen und Herren! Kollege Lenz, Sie fragen, wo ist die FDP? Das ist eine Debatte, wo es sich erweist, dass die Änderung der Sitzordnung genau richtig war. Denn die FDP sitzt in diesem Haus in der Mitte. Warum? Weil der Tagesspiegel Background Energy festgestellt hat am 28. Februar, dass CDU, CSU und Linkspartei in seltener Einigkeit an den Wirkweisen der Strompreisbremse zweifeln. Also ihnen ist beiden der ordnungspolitische Kompass völlig abhanden gekommen. Und deswegen sind wir in der Mitte, weil wir noch wissen, wo es lang geht. Sie, Herr Spahn, lassen sich in der Augsburger Allgemeinen damit vernehmen, dass Sie befürchten, dass die Gas- und Strompreisbremsen dazu führen werden, dass die Versorger keinen Druck haben, eventuell sinkende Preise an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugeben. Lagen Sie auch daneben. Frau Präsidentin, ich darf zitieren den Chef des Vergleichsportals Verivox, Daniel Puschmann, FAZ vom 9.3. Der Preisdeckel kann auslaufen. Und wissen Sie warum? Weil wir ihn so gut konstruiert haben, dass wir damit eben nicht die Marktkräfte aushebeln, sondern dass wir in diesem Frühjahr, sinkende Energiepreise verzeichnen können, die an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden. Ich weiß noch genau, in der dritten Lesung zum Gas- und Strompreisbremsegesetz habe ich von diesem Pult aus gesagt: Warum hebe ich als liberaler Energiepolitiker meine Hand für Instrumente, von denen ich hoffe, dass sie so schnell wie möglich wieder in der Schublade verschwinden, weil wir unter den Bedingungen eines Energiekrieges dazu gezwungen sind und weil wir es so gut aufs Gleis setzen werden, dass die Dinger wirken? Und drei Monate später darf ich feststellen, die Ampelkoalition hat geliefert und die Politik der Ampelkoalition wirkt. Kommen wir noch mal auf Ihren Antrag zu sprechen, der auch ein merkwürdig kurzes Zeitfenster hat. Also Sie reden ständig davon, dass es darum geht, die mindestens bis 2024 anhaltende Energiekrise zu bearbeiten. Das geht doch in die falsche Richtung. Denn was haben wir denn in der Ampelkoalition angepackt? Wir haben nicht nur eine Krisenbewältigung angepackt, sondern wir haben eine komplette Neugestaltung der Energieproduktion, der Energieverteilung und Speicherung und Verwendung in diesem Lande angepackt. Ich will von dieser Stelle aus anerkennen, dass Sie sich da an der einen oder anderen Stelle von CDU und CSU auch immer wieder konstruktiv eingebracht haben. Ich lade Sie auch herzlich dazu ein, auf diesem Kurs im Laufe des Jahres 2024 zu bleiben. Und Kollege Spahn, ich darf Ihnen zum Ende meiner Rede, wenn es die Geschäftsordnung des Bundestages zulässt, eine faire Wette anbieten. Denn in Ihrem Antrag ist weiter die Rede davon, dass im Winter 2023/2024 massiv gestiegene Energiepreise eine große Herausforderung für Unternehmen und Haushalte in diesem Lande werden. Ich halte dagegen. Es wird nicht so kommen. Sollte ich Unrecht behalten, dann kriegt die komplette Unionsfraktion von mir jede und jeder einen Energieriegel. Wenn ich Recht behalte, lade ich Sie dazu ein, auf meine Wette einzusteigen, dass alle in der FDP-Fraktion einen Energieriegel von Ihnen kriegen. Machen wir das? Würde mich freuen. Danke. Da kann ja die Präsidentin nur noch sagen, top, die Wette gilt. Wir führen aber jetzt trotzdem unsere Debatte weiter fort.